Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Itzenpilzer Pingenpfad. Er ist etwa 8 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen. Heute gehen wir nur eine kleine Strecke, da wir über eine Woche lang krank gewesen sind. Jetzt hoffen wir, dass das jetzt wieder alles besser wird, denn am Donnerstag müssen wir fit sein. Warum? Das erfährt ihr nächste Woche. Da ich noch etwas verschnupft bin und Schmerzen im Hals habe, rede ich heute nicht so viel. Wahrscheinlich kommt jetzt nur noch ein Fazit. Sorry, seid nicht böse.
Es sind jetzt noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Tour. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Die Beschilderung war 1A, so soll das sein. Für Anfänger ist dieser Weg auch auf jeden Fall geeignet. Wir finden es toll, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Über Kommentare würden wir uns natürlich auch freuen, aber vor allem auch über Abos. Also, bis dann und bis zum nächsten Mal. Hallo und guten Morgen. Heute gehen wir nur eine kleinere Strecke, da wir ab Donnerstag fit sein. Corona. Ich finde es wieder toll, dass ihr rein.